Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Yay! Heute wieder mit der ganz normalen Kamera und heute habe ich für euch ein, wie klebe ich Wimpern an Video. Tut mir leid, wenn es im Hintergrund etwas laut ist. Wir haben gerade Besuch und also Besuch von ganz, ganz weit weg und ich kann jetzt halt alle nicht mal eben wegschicken. Deswegen kann es sein, dass es vielleicht ein bisschen lauter wird. Deswegen denkt nicht, was geht da ab? Auf jeden Fall, ich bin jetzt noch komplett ungeschminkt. Ich weiß, das sieht komisch aus. Ich fange zuerst mal mit meinen Augen an und dann zeige ich euch, wie ich meine Wimpern anklebe und danach mache ich den anderen Rest, weil ich habe jetzt gelernt, dass es irgendwie... Auf jeden Fall habe ich gelernt, dass, also was heißt gelernt, jeder macht das auch irgendwie anders, jeder wie er will. Auf jeden Fall, dass man erst das Augen-Make-up macht und danach Make-up, bla bla bla. Und das werde ich heute auch so machen, aber es geht ja nicht um mein komplettes Make-up, sondern es geht ja um meine Wimpern, wie klebe ich sie an. Und ich hoffe, ich kann euch weiterhelfen damit, deswegen viel Spaß bei dem Video. Ich benutze die Wimpern von Arteco oder so, wie das heißt. Ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall sind das halt so sehr natürliche Wimpern. Ein bisschen ausgefallener, weil die halt immer so eine Lücke haben. Wisst ihr, was ich meine? Seht ihr das? Haben halt immer so eine Lücke und dann sind die wieder länger und voller und dann kommt wieder so eine etwas, Lücke, sag ich mal. Natürlich benutze ich auch einen Wimpernkleber. Ich habe jetzt leider nicht den von Drew. Ich habe mir den eigentlich gekauft, aber das war richtiger Fail, weil da irgendwie nichts drin war. Und voll doof auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch meinen ganz alten von Fingers. Der ist aber auch ganz gut und deswegen benutze ich den heute mal. Und was ich natürlich dafür brauche, um meine Wimpern aufzukleben, ist eine Zange. Eine Zange. Eine Pinzette, meine ich. Ihr könnt natürlich auch eine Wimpernzange nehmen. Die ist extra dafür. Fällt auch ein bisschen leichter. Kann ich auch empfehlen, wenn ihr damit nicht klarkommt. Dann holt euch auf jeden Fall eine Wimpernzange. Also nicht diese, die den Bogen macht, sondern es gibt eine extra... Boah, was ist heute los mit mir? Es gibt eine extra Zange für falsche Wimpern aufkleben. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreibe. Wie sehen die aus? Müsst ihr mal eingeben. Aber findet man auch eigentlich immer bei DM oder so, haben die die. Die sind sehr praktisch. Ich weiß jetzt leider nicht, wie die heißen. Also ich nehme mit der Pinzette meine Wimpern. Also eine. Jetzt kommt der Kleber auf die Wimper. Und da einfach nur am Bändchen halt den Kleber drauf machen. Fast getrocknet, weil meiner schon alt ist, mein Kleber. Aber wenn ihr so einen frischen Kleber habt, dann solltet ihr so 30 Sekunden warten. Und dann könnt ihr euch den gut anbringen, weil, ja, dann klebt der halt schon ein bisschen und ist halt schon am Faden fest, am Band. Und wenn ihr den halt frisch drauf tut, dann ist das voll die Schmiererei und dann klebt das irgendwie nicht so. Und das klebe ich mir jetzt auf meine Wimpern. Und ich fange, könnt ihr jetzt sehen, leider kann ich euch nicht noch näher ranholen. Und zwar schließe ich mein Auge und setze die Wimper genau auf meine richtigen Wimpern. Ganz nah dran halt. Erstmal halt die Mitte. Und dann... So, das ist die Mitte. Dann fällt es euch leichter. Und dann fange ich außen an und setze das Band außen auch ganz nah dran. Und klebt das schön fest. So. Und danach ganz vorne ansetzen. Und halt ein bisschen gedrückt halten. Und das Auge kurz geschlossen halten, damit das auch hält. Weil wenn ihr ganz halt so hin und her, dann hält das nicht richtig. Und so sieht das dann aus. Wie gesagt, ich konnte das jetzt auch nicht perfekt machen, deswegen meckert mich bitte nicht an. Weil, ja, mein Kleber ist halt leer und das klebt jetzt alles nicht so wirklich bombastisch gut. Das löst sich nämlich schon die ganze Zeit. Aber das liegt jetzt nur am Kleber, weil ich nicht so viel Kleber habe.
Ja, aber so sieht das schon mal aus. Und so mache ich das immer. Also immer die Wimper mit der Zange nehmen. Ich finde es, also man kann es auch mit die Finger machen. Ich mache es auch manchmal mit Finger, aber es ist halt ein bisschen schwieriger, weil ja, ich bekomme das nicht immer so hin. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Dafür gibt es dann eine Pinzette oder halt die extra Zangen dafür. Und da fällt es sogar noch leichter mit dieser Zange. Habe ich auch schon mal ausprobiert. Ich wollte mir die auch holen, aber ich komme da irgendwie nicht zu. Aber ich kriege es eigentlich auch gut mit der hier hin. Also mit einer ganz normalen Pinzette. Alles klar. Ich setze die Wimpern dann einfach in der Mitte an, auf meinen Wimpern, also auf meinen echten Wimpern. Ganz nah am Kranz, so nah wie es geht, wie ihr nur könnt. Und verbinde das dann einmal hinten und einmal vorne und drückt das da ein bisschen ran, lass mein Auge kurz zu. Glaubt mir, Leute, seid bei dieser Sache geduldig, weil ich kenne das selber, man will dann direkt so das Auge aufhaben und das so, also man möchte halt gar nicht warten. Ich kenne das selber, ich bin auch sehr ungeduldig, aber leider geht es nicht anders, weil das muss halt kurz trocknen. Ja, das war es jetzt schon mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es war vielleicht ein bisschen hilfreich. Ich weiß es ja nicht, ob ihr das jetzt irgendwie verstanden habt. Ich meine, bei mir versteht man doch eh nie was. Ja, aber ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat und vielleicht trotzdem hilfreich war für die eine oder andere, die noch nie Wimpern aufgeklebt hat. Und vielleicht, ja, jetzt habt ihr so einen kleinen Tipp da draußen. Ist klar, dass ihr das jetzt nicht nach diesem Video perfekt könnt, aber so setze ich meine Wimpern an, so klebe ich sie auf und ich glaube, jeder hat so seine eigenen Tricks, Moves, keine Ahnung. Ihr wisst schon. Ja. Okay. ich hoffe, das Video euch gefallen. Wenn ja, dann gebt ihr wieder einen Daumen nach oben. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Und ich habe euch ganz so lieb. Und heute sind die Video Days. Also jetzt nicht heute, sondern wenn ihr das guckt, bin ich auf den Video Days. Und ich freue mich. Was wird los? Also bis dann, Leute. Tschüss.